Vor der Kulisse des ehemaligen Klosters St. Blasien wurde am Wochenende beim Northeimer Klostermarkt wieder das Mittelalter lebendig. Nach der offiziellen Eröffnung des bunten Markttreibens durch Bürgermeister und Kreishandwerkerschaft übernahmen die Northeimer Landsknechte das Kommando. Sie marschierten mehrmals durch die Innenstadt und stellten in den Wallanlagen die Funktionstüchtigkeit ihrer historischen Waffen unter Beweis. Außerdem hatten sie auf dem Münsterplatz ihr Lager aufgeschlagen. Dort zeigten sie den Besuchern, wie rustikal es in längst vergangenen Zeiten auch in Northeim zuging. Altes Handwerk, wie zum Beispiel die Herstellung von Seilen, gehörten ebenso zum Programm wie Ponyreiten, Armbrustschießen und mittelalterliche Musik mit der Gruppe Schabernack.